Erstaunlich. Hier ist es wunderschön. Und dieser Duft. Des Meeres, der Felsen und der Nester. Das ist der Duft der Heimat. Das war vor langer Zeit einmal unser Zuhause. Hier lebten wir in Frieden mit den Nassschwänzen, mit den Meerum. Jetzt könnt ihr wieder in Frieden miteinander leben. Und dank dem Tanjen werdet ihr auch genug Fische für alle fangen und eure Knochen kräftigen. Vielleicht könnt ihr bald wieder tagelang durch die Luft gleiten, wie früher. Ich hoffe, du hast recht, Windbringer. Und ich hoffe, dass auch die Nass, die Meerum es einsehen. Sie kommen doch hierher, oder? Sie haben es versprochen. Still, ich höre etwas. Wir sind hier, Wasserzähmer, wie wir es versprochen haben. Gut. Jetzt müsst ihr als Abgesandte eurer Völker, ihr die Königin der Meerumstadt und du Wache der Erzählerin der Alatia, die Prophezeiung erfüllen und die beiden Steinhälften wieder zusammenfügen. Wir hoffen, dass sich unsere Völker wieder vereinigen können, Alatia, und dass wir in Frieden leben und aufblühen können. Wir auch, Meerum. Wir geloben, alles zu tun, damit es so geschieht. Der Stein ist wieder zusammengefügt, Windbringer. Und die Alatia und die Meerum werden wieder als ein Volk leben. Du darfst den Stein mitnehmen. Ich danke euch beiden. Komm mit, April. Wir führen dich zu unserem schlafenden Gott. Möge seine Weisheit dich leiten und auf den richtigen Weg führen. Hallo Leute, ich komme ja leider erst jetzt dazu, euch willkommen zu heißen bei Part 43 von The Longest Journey. Wir haben am Ende vom letzten Part und am Anfang von diesem Part große, große Brocken von Storytelling erlebt. Und jetzt sind wir hier unter Wasser wieder. Also aus schwindelnden Höhen in tiefste Gewässer wieder. Und wir sollen den schlafenden Gott der Meer rumfinden. Und hier ist Sand. Hier ist ein großer Felsen. Großer Felsen? Der Sand verdeckt etwas. Der Sand verdeckt etwas. Dann wischen wir den Sand mal weg, sofern wir können. Ja, bin ja schon gespannt. Also es ist jetzt offensichtlich oder immer offensichtlicher, dass die Alatia und die Meerum ein Volk waren früher und dass sie Außerirdische sind. Sehr überraschend. Kleine Öffnung. Eine Art organischer Sensor. Und das heißt, dass der hier, dieser schlafende Gott, wohl auch ein Außerirdischer ist. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Gespenstisch. Ich glaube, das soll eine Einladung sein. Große Öffnung. Was habe ich jetzt da? Kann ich reinfassen? Es ist weich und schwammig. Mhm. Große Öffnung. Schwimmen wir mal dann. Halt, nein, aber wir haben ja auch noch einen Tagebucheintrag gekriegt. Mindestens einen. Oh Mann, da haben wir viel mehr gekriegt als nur einen. Sonnabend gegen Mittag. Habe entdeckt, warum die Insel bebt.
Nein, das hatten wir schon. Sonnabend, spätnachmittags. Die Merum und die Alatia sind auf dem besten Wege, eine dauerhafte Einheit zu bilden. Hoffentlich gedeihen beide Völker jetzt. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz, dass ich ihnen helfen konnte. Es war gar nicht so einfach, sie zusammenzubringen. Ich muss als nächstes den schlafenden Gott der Merum aufsuchen. Leider konnten mir die Alatia nicht so viel verraten, wie erhofft, aber wenigstens habe ich einen weiteren Stein bekommen. Insgesamt besitze ich jetzt zwei und ich bin mir sicher, dass der Gott der Drake Kin mir ein paar Antworten geben kann. Ich finde, die habe ich verdient. Ja, ehrlich gesagt finde ich das auch, dass April die verdient hat. Schauen wir mal kurz. Alatia-Stein. Die zweite Hälfte des Steinstücks, das den Alatiern und Merum vor langer Zeit anvertraut wurde. Eigentlich das Alatia-Merum-Steinstück hier. Mhm. Zwei Stück haben wir. Gut, dann schwimmen wir jetzt mal durch die große Öffnung. Was sei denn, hier gäbe erst noch etwas. Da oben vielleicht. Ne, großer Felsen. Hinein. Mit uns. Hier drinnen gibt es Luft. Und es ist trocken. Ich schwöre, ich werde nie wieder baden. Okay. Ja, April, ich klick dich mal an. Ich sehe aus wie ein echter Seebär. Ahoi, Captain. Du siehst aus wie ein kleiner, na, kreisrunder Vorsprung. Du siehst aus wie ein Fisch. Das sieht nicht wie ein natürlicher Vorsprung aus. Es ist zu groß und rund. Ehrlich gesagt erinnert mich's irgendwie an ein Auge. Naja, anfassen. Ich kenne dich. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß, was du bist. Du weißt es? Ja, ja. Was willst du hier? Ich möchte nicht gestört werden. Ich wünsche, dass man mich allein lässt. Ich will bis zum Tag des Aufstiegs ruhen. Aber die Stimme von diesem Gott oder Drakekin oder was auch immer, die kennen wir. Das ist die Stimme von Stanley aus dem Fringe. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als dein Mittagsschlaf. Es tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich brauche ein paar Antworten. Es tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich brauche ein paar Antworten. Jeder braucht Antworten. Jeder hat Fragen. Ich bin kein Orakel. Ich kann nicht all deine Fragen beantworten. Ich erwarte ja keine Antwort auf alle Fragen, aber ich hatte gehofft, du könntest mir wenigstens ein paar beantworten. Dann frag und geh wieder. Mhm. Übrigens, ich hatte recht, das ist ein Auge. Das war sehr offensichtlich dann doch. Ja, die erste Frage ist schon mal sehr, sehr interessant. Was bin ich? Was bin ich? Was? Meinst du damit? Du sagst, du weißt, was ich bin. Was bin ich? Du weißt es nicht. Dann darf nicht ich es sein, der dich über deine Herkunft aufklärt. Du musst es selbst entdecken. Hör zu, ich bin müde. Ich bin nass. Ich bin auf dem Meeresgrund und atme mit Hilfe eines Polypen, der in meiner Luftröhre steckt.
Also hör einfach mit dem philosophischen Kram über meine Selbstfindung auf und beantworte meine Frage. Bitte. Deine Frage wurde schon beantwortet. Das ist alles, was ich dir sagen kann. Deine Reise hat mit einer Antwort begonnen. Doch erst jetzt kennst du die Frage. Das ist nicht besonders hilfreich, aber dennoch danke ich dir. Ja, so ein bisschen was kann man sich vielleicht zusammenreimen, aber so ganz klar ist es trotzdem nicht. Ich suche ein Juwel, das man das Drachenauge nennt. Ich suche ein Juwel, das man das Drachenauge nennt. Ja, ich habe ein solches Juwel. Ich glaube, das ist es. Nimm es. Bist du dir sicher? Nimm es. Es gehört nun dir. Es ist Teil deines Schicksals. Ist gut. Sag mir, wenn es weh tut. Das Drachenauge aus dem Drachenauge. Was ist der Tag des Aufstiegs? Was ist der Tag des Aufstiegs? Der Tag, an dem die Kind nach Hause zurückkehren. Wenn mein Volk zu mir kommt und wir gemeinsam zu den Sternen aufsteigen, um zu unserer Wiege zurückzukehren. Das ist der Tag des Aufstiegs. Also kehrt ihr dorthin zurück, wo auch immer ihr herstammt? Das werden wir am Ende, wenn alles bereit ist. Wenn was bereit ist? Ich werde diese Frage nicht beantworten. Du brauchst es nicht zu wissen. Ich muss wissen, wo ich das Portal zum Reich des Hüters finden kann. Deshalb kommst du zu mir. Die paar Leute, die mir etwas erzählen konnten, meinten, du bist der Einzige, der überhaupt etwas wissen würde. Ich weiß. Damals, als die Erde geteilt wurde, hat man eine Tür offen gelassen, wo der Turm erbaut worden war. Aber sie hat sich doch bewegt, oder etwa nicht? Die Stelle, an der Stark und Arcadia erschaffen wurden, hat sich woanders hin bewegt. In den Himmel. Zwischen die Sterne. Aber wo? Ich wusste, dass du kommen würdest. Deine Reise war nicht gerade die leiseste. Selbst hier unten konnte ich dich hören. Ich spreche mit dem dunklen Volk. Sie sind meine Boten. Sie haben eine Karte für dich vorbereitet mit dem
Eingang, den du suchst. Du hast gewusst, dass ich komme? Und warum? Es ist eine blöde Frage, aber warum hast du das dunkle Volk nicht schon viel früher zu mir geschickt? Das hätte mir viel Zeit und Mühe erspart. Fürchtest du dich vor der Zeit und der Mühe? Nein, aber hier geht es ums Prinzip, oder nicht? Nein. Nein, darum geht es nicht. Du musstest die Prophezeiung erfüllen. Du hattest eine Aufgabe. Die Wiedervereinigung meiner Kinder zur Vorbereitung. Das war sehr wichtig und dafür danke ich dir. Und jetzt möchte ich schlafen. Du hast eine Karte erwähnt. Das dunkle Volk hat sie. Sie werden dich treffen. Ich werde dich zu ihnen bringen. Was, jetzt? Ja, halte dich fest. Puh. Da passiert aber so einiges. Er wollte schlafen und ist aber dann aufgetaucht, um uns hier dem dunklen Volk zu übergeben. Nebel. Nicht ohne überlegt zu haben, wohin ich laufe. Ich wollte eigentlich bloß wissen, was sie zu dem Nebel sagt. Ich schaue mal ins Tagebuch. Da gibt es mindestens jetzt einen Eintrag, wenn nicht sogar zwei. Nein. Einen langen. Sonnabend, 5. August 2209 abends. Der uralte Drache, der schlafende Gott der Merum, war genauso ausweichend und begriffsstutzig wie die meisten Wesen, die ich letzte Woche kennengelernt habe. Dafür hat er mir aber einen der vier Edelsteine gegeben, die auf die Steinscheibe gehören. Und er bringt mich zum dunklen Volk, von dem ich eine Sternenkarte bekommen soll. Darauf soll der Eingang zum Reich des Hüters verzeichnet sein. Wie um alles in der Welt soll ich ins Weltall kommen? Aber das überlege ich mir später. Jetzt spukt mir im Kopf herum, was der Drache über mich gesagt hat. Wer ich bin. Er meinte, meine Reise hat mit einer Antwort begonnen und erst jetzt kenne ich die Frage dazu. Was meint er nur? Mir ist, als läge das Rätsel als Lösung zum Greifen nahe. Irgendetwas übersehe ich nur. Ziemlich frustrierend. Okay, ja, dann schauen wir mal dich an. Gestalt im Umhang. Ich kann das Gesicht nicht erkennen, aber ich glaube, es ist ein Mann. Ein großer Mann im dunklen Umhang. Er gehört zum dunklen Volk, wer auch immer sie sein mögen. Reden wir mit dir. Danke, dass du mich an Bord gelassen hast. Wer bist du? Ich dachte... Ich meine, hat der alte Drache nicht... Na gut, ich bin April Ryan, aus Stark. Und ich nehme an... Du gehörst zum dunklen Volk. Aber wer bist du? Ich bin nur eine Studentin, niemand Besonderes. Du bist etwas Besonderes. Wer bist du? Bin ich nicht. Ich bin nur... Ich bin der Windbringer. Ich bin der Wasserzähmer.
Ich bin April Bandu Embata von den Bandu und der Kangang-La der Venar. Ich bin eine Reisende. Eines Tages werde ich der 13. Hüter, der Bewahrer des Gleichgewichts sein. Ich heiße April Ryan. Das bin ich. Ja, das bist du. Du bist eine Woge. Oh, eine Woge. Hallo? Wo gehst du hin? Ja, sehr interessanter Dialog. Wieso bin ich eine Woge? Wieso bin ich eine Woge? Du hast eine Aufgabe. Du spielst eine wichtige Rolle im Universum. Eine Woge ist jemand, der Leute und Ereignisse vorantreibt, auf die Veränderung und Zukunft hin. Und das tue ich? Du bist eine Woge. Wo du auftauchst, breiten sich kleine Wellen aus und ziehen immer größere, weitere Kreise. Sie pflanzen sich immer weiter fort. Die Welten werden durch deine Reise verändert. Du erzählst mir, dass alles, was ich tue, das Universum verändert? Du kannst dem nicht entfliehen. Du bist eine Woge. Mhm. Sowas ist also eine Woge. Ja. Ihr seht schon, Leute, sehr storylastig alles, super cool. Der alte Drache, der blaue, der Drake Kin, erzählte mir, dass ihr eine Karte für mich habt. Der alte Drache, der blaue, der Drake Kin, erzählte mir, dass ihr eine Karte für mich habt. Eine Sternenkarte, ja. Sie wurde für dich in unserer Bibliothek angefertigt. Ich habe sie bei mir und jetzt gehört sie dir. Gib gut darauf Acht. Es ist die einzige. Oha. Ich suche einen uralten Stein, den euch die Wächter, die Väter anvertraut haben. Du bist wegen des Steins hier? Natürlich haben wir den Stein dabei. Unser Schiff wäre nie ausgewählt worden, um dich zu treffen, wenn es nicht um den Stein ginge, den wir bei uns haben. Jeder wartet nur, dass ich auftauche, damit er mir seine Sachen geben kann. Wer hätte gedacht, dass Abenteuer so einfach sein können? Es wird nicht immer so einfach sein. Das kann ich dir versichern. Aber hier ist unser Stein. Wir vertrauen ihn dir an, wie er uns einst von den Vätern anvertraut wurde. Kann euer Schiff mich nach Makuria zurückbringen? Wäre das zu viel verlangt? Wir werden dich nach Makuria bringen. Es wird die ganze Nacht dauern. Aber bei Tagesanbruch sind wir dort. Das ist prima. Vielen Dank. Du kannst hier übernachten. Schlaf ein wenig, während wir fahren. Das Feuer wird dich warm halten. Aber geh nicht zu weit weg. Meine Brüder mögen keine Fremden. Ich werde es nicht vergessen. Ich bleibe einfach hier. Schlaf gut. Leute.